Roland Kaisers Schlagerfestival Kaisermania genießt extreme Beliebtheit. Kaisermania sorgte bereits am 28. und 29. Juli für eine Ausnahmesituation. Auch für das Wochenende vom 4. bis 6. August sind bereits 36.000 Kaiser-Fans am Dresdner Elbufer eingeplant. Doch das Spektakel soll scheinbar nicht mehr von langer Dauer sein. Kaiser-Konzertveranstalter Dieter Semmelmann äußerte gegenüber Bild: "Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben. Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativlocation suchen." Grund für die Veränderung ist die Stadt Dresden. Sie möchte 2026 seine Filmnächte am Elbufer europaweit ausschreiben, wie Bild berichtet. Es bleibt also spannend, wie es mit der Kaisermania in Zukunft weitergehen wird. Roland Kaiser selbst hat sich zu den Neuigkeiten noch nicht zu Wort gemeldet.